los geht's und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten über uns. Schön, dass Sie dabei sind. Bei einer Verpuffung in der Tiefgarage des Robert-Koch-Instituts in Berlin sind heute mehrere Fässer gefüllt mit dem Pinguin-Virus P1V1 explodiert. Die Zahl der verletzten Parkplätze liegt derzeit bei 9, darunter 2 Frauenparkplätze. Das Virus steht im Verdacht, Appetit auf Fisch zu machen und Interesse an Schwimmsportübertragungen im Fernsehen zu wecken. Wecken, me up before you go, go! Aus Angst vor einem Übergriff des Virus und einer Massenpanik wurde die Unglücksstelle weiträumig abgesperrt. Experten sehen für die Bevölkerung allerdings keine Gefahr, da das Virus nur per Geschlechtsverkehr übertragen werden kann. Mit einem Pinguin. Das war das erste von mir, mehr zum Thema ordentliche Ballermänner. Sehen Sie gleich in der N24-Dokumentation. Kolosse aus Stahl machen Urlaub auf Panzerkreuzer Bärbel. Und keine Sorge, falls Sie was mitbekommen haben, ich sage das Ganze hier heute noch 23 Mal. Switch.